Gymwatch. Dieses kompakte Gadget wurde entwickelt, um die Wirksamkeit des Trainings zu erhöhen und die Bewegung des Körpers besser zu kontrollieren. Es hilft, Sport auf ein völlig neues Niveau zu bringen, da es fast alle Körperparameter analysiert. Das Gerät ist für Radfahrer, Läufer, Ausdauersportler geeignet, verfolgt Kraftübungen mit Eigengewicht oder ein Fitnessgerät. Das Gerät wird direkt über dem Ellenbogen einer Schulter befestigt, um die eigenen Bewegungen nicht zu stören. Es ist auch erwähnenswert, dass Gymwatch Informationen über die Höchstleistung und die Startleistung, die Ausdauer, die Muskelkontraktion und die Geschwindigkeit anzeigt. Mit Gymwatch kann man sogar das höchste Gewicht berechnen, das man pro Übung heben kann. Dies ist eines der wenigen Geräte auf dem Markt, das die Amplitude der Bewegung, die Anzahl der vollständigen und unvollständigen Wiederholungen sowie die Zeit, in der die Muskeln angespannt sind, verfolgt. Beim Analysieren der Trainingswerte berechnet das Gadget die maximal zulässige Belastung. Adidas Telstar 18. Hier kommt ein Ball, der speziell für die Fußball-WM 2018 entwickelt wurde. Seine Bezeichnung wurde nicht zufällig gewählt. Adidas Telstar ist der offizielle Ball der Weltmeisterschaft aus dem Jahr 1970, sowie das allererste Modell in Schwarz-Weiß. Im Gegensatz zum ursprünglichen Modell in Form eines abgeschnittenen Icosaedas hat dieses die Form eines verzerrten Würfels. Derzeit wird es als das Optimalste bezeichnet. Die Kammern bestehen aus Naturkautschuk, als Auskleidungsmaterialien dienen Polyurethan und Polyester. Die Bälle werden aus flachen Teilen mit derselben Form hergestellt. Bemerkenswert ist, dass jedes Detail die Form eines achtzackigen Sterns hat, der durch 12 gebrochene Nähte miteinander verbunden ist. Die Konstruktion verleiht dem Ball eine erhöhte Haltbarkeit. Die Entwickler behaupten, dass der Ball nicht nur zum Spielen in den Stadien, sondern auch auf der Straße geeignet ist. Ein weiteres interessantes Merkmal des Balls ist ein eingebauter Chip. Mit einem Smartphone kann man das Etikett ablesen. Danach öffnet sich eine geheime Seite mit Detailinformationen über den Ball. Never Lose. Diese Vorrichtung wurde entwickelt, um ein häufiges Problem zu vermeiden, das häufig professionellen Skifahrern passiert. Nämlich, dass ein Ski verloren geht. Natürlich kann das Gerät auch von Snowboardern, Radfahrern und anderen Sportlern verwendet werden, die sich um ihre Sportausrüstung kümmern. Bevor man die Piste hinunterfährt, muss dieses kompakte Gerät an jedem Ski befestigt werden. Der integrierte Bluetooth-Sender kommuniziert mit einer Smartphone-App und wenn sich der Ski während des Sturzes vom Schuh löst, beginnt das Gadget an zu piepsen. Dieses bequeme System reduziert die Suchzeit nach dem Ski, da ein Athlet einfach nur dem Geräusch nachgehen muss. Da das Gerät auf die Entfernung zwischen den Skiern und dem Besitzer reagiert, ist das Gerät auch für Personen nützlich, die die Gewohnheit haben, ihre Sportgeräte versehentlich zu vergessen. Außerdem verfügt Never Lose über einen zusätzlichen Sicherheitsmodus. Dieser wird mit einer mobilen App aktiviert, woraufhin das Gerät auf die Bewegung reagiert. Somit können die Sportgeräte unbeaufsichtigt bleiben und man muss sich keine Sorgen wegen eines möglichen Diebstahls machen. Wenn jemand versucht, die Skier wegzunehmen, gibt das Gerät auch einen Piepton von sich. Der Preis für das Gerät beträgt 151 US-Dollar. Nike HyperAdapt 1.0. Diese smarten Sportschuhe, die die Firma Nike seit 10 Jahren entwickelt, passen sich der Bewegung und Fußform an. Sie werden automatisch eingeschaltet, wenn die Ferse die Schuhsohlen berührt und können ein echter Segen für Menschen sein, die es nicht mögen, ihre Schnürsenkel zu binden. Sofort nach dem Einschalten wird der Sneaker automatisch am Fuß fixiert und die enge Passform reduziert das Verletzungsrisiko. Seitlich befinden sich unauffällige Knöpfe, dank denen die Steifigkeit der Schnürsenkel angepasst wird. Wenn einem die automatische Passform des Sneakers nicht passt, kann er sie problemlos enger stellen oder auch umgekehrt.
Die Schuhe müssen außerdem nicht nach jedem Spaziergang aufgeladen werden, da die Ladung etwa 2 Wochen lang bei regelmäßiger Veränderung hält. Um jeden Schuh vollständig aufzuladen, dauert es ungefähr 3 Stunden. Die Akkuladung wird durch Sensoren, die sich auf der Rückseite befinden, angezeigt. Skipper. Seilspringen ist eine Übung, die von vielen Athleten, zum Beispiel von Boxern, verwendet wird, um die eigene Ausdauer zu erhöhen. Mit dem smarten Seil Skipper wird ein effektiveres Trainingsergebnis erzielt. In jedem Handgriff des Gerätes ist ein Sensor angebracht, der die Bewegung in einem Radius von 360 Grad analysiert. Sie haben auch einen eingebauten Bluetooth-Sender für die Verbindung mit einer mobilen App. Das Gerät zeigt die Trainingszeit, die Anzahl der verbrannten Kalorien und Sprünge an, während der Sprachassistent dem Benutzer Tipps zur Verbesserung seiner körperlichen Verfassung gibt. Die mobile App hat viele Funktionen und ermöglicht es sogar, ein vollwertiges Trainingsprogramm zu erstellen. Außerdem können die eingebauten Lautsprecher zum Abspielen von Musik verwendet werden. RunScribe. Die Vorrichtung RunScribe wurde speziell für Läufer entwickelt. Zusätzlich zu den grundlegenden Informationen wie Geschwindigkeit, verbrauchte Kalorien und zurückgelegte Strecke werden die Innen- und Außendrehungen, die Entfernung zwischen den Schritten, die Kontaktzeit des Fußes mit dem Boden und sogar die Abhebezeit festgelegt. Den Entwicklern zufolge sei es das erste Gerät dieser Art, das dem Besitzer solche detaillierten Informationen bietet. Das Gerät wird an der Rückseite des Schuhs befestigt und analysiert jede Fußbewegung und die Lageveränderung im Raum. RunScribe ist eine nützliche Anschaffung für professionelle Läufer und deren Trainer, damit sie mehr laufen, bessere Ergebnisse liefern, aber auch Verletzungen und Überlastung vorbeugen können. Interessant ist, dass dieses System auch bei der Auswahl der Laufschuhe hilft, da die Werte je nach Schuh variieren. Plank Pad. Die Planke ist eine Übung, die schnell populär wird, weil sie mehrere Muskelgruppen gleichzeitig trainiert. Plank Pad ist ein Gerät, das Anfängern dabei hilft, ihr Training noch unterhaltsamer zu machen. Die Vorrichtung ist eine hölzerne Plattform, deren Oberfläche mit einem weichen Material überzogen ist, um Schmerzen in der Ellenbogenregion zu verhindern. Die Basis der Plattform ist kreisförmig. Mit der Verlagerung des Körpergewichtes kann die Planke auf die eine oder andere Seite gedreht werden. Außerdem bietet der Hersteller eine Smartphone-App als Begleiter an, in der man auch spielen kann. Wenn man sich auf die spielerischen Übungen konzentriert, wird der Mensch von der Komplexität der Übung abgelenkt und kann viel länger in der Planke stehen. Dabei muss man sich anstrengen, um das Gleichgewicht zu halten, wodurch die Muskeln effektiver arbeiten. Der Preis für das Gadget beträgt 68 US-Dollar. W8 Gym. Dieses Gerät ist eine tragbare Trainingsbox. Sie enthält 3 Paar Hanteln mit einem Gewicht von 1, 2 und 2,5 Kilogramm. Manschetten mit Klettverschluss, Sportseile und Gummibänder. W8 Gym eignet sich für die Arbeit an fast allen Muskelgruppen. Dabei bietet es mehr als 200 Variationen von Übungen. Die Box selbst kann als Plattform für Liegestützen, als Gewichte oder als Stepper verwendet werden. Das Gerät eignet sich hervorragend für alle, die nicht genug Zeit haben, um ins Fitnessstudio zu gehen, oder für diejenigen, die einfach zu Hause trainieren wollen.